Und Achtung, 5, 4, 3, 2. Herzlich willkommen zur Freitagssendung von TV Allgäu Nachrichten. Schön, dass Sie mit dabei sind. 18 Uhr, die Sendung beginnt. Aber halt, fangen wir doch ganz vorne an. In der Redaktion plant Redaktionsleiterin Julia Thalkofer, wann welche Termine wahrgenommen werden. Dafür wird viel telefoniert und die Zeitung wird natürlich auch jeden Tag gelesen. Außerdem bekommen wir oft auch Einladungen zu den Veranstaltungen, per E-Mail oder per Post. Anschließend werden die Drehteams zusammengestellt und losgeschickt. Thomas Kehrer und Sebastian Sausch machen sich diesmal auf den Weg nach Kempten in die Residenz. Auf der Fahrt besprechen sie noch einmal letzte Details zum Dreh. 10 Minuten später kommen sie mit dem TV-Allgäu-Auto im Stadtzentrum an. Kameramann Thomas Kehrer macht die Aufnahmen von der Veranstaltung. Sie sind später im Beitrag zu sehen. Währenddessen hört Redakteur Sebastian Sausch aufmerksam zu und macht sich Notizen. Wichtig für einen Beitrag sind Aufnahmen aus unterschiedlichen Positionen. Zu einem Beitrag gehört auch ein Interview. Staatssekretär Franz Josef Pschierer steht Redakteur Sebastian Sausch Rede und Antwort. Thema: Jahrhundertealte Bücher sind an ihren ursprünglichen Ort, die Prunkräume der Residenz, zurückgekehrt. Mittlerweile zurückgekehrt zum Sender ist auch das Team. Jetzt wird das ganze Material gesichtet, damit Bilder und Text später zusammenpassen. Anschließend tippt Sebastian Sausch ab, was er dem Zuschauer in seinem Beitrag erzählen will. Alle Redakteure vertonen ihre Beiträge in der Regel selbst. Das heißt, Sebastian Sausch liest den Text vor, den er zuvor geschrieben hat. Vertonung, Interviews und Bilder werden zusammengefügt und dann als Datei ausgespielt. Der richtige Dateiname ist wichtig. Denn nur so findet der Sendeabwickler den richtigen Beitrag und kann ihn in den Ablauf einfügen. Und dann fehlt eigentlich nur noch die Moderation. 3, 2. Die fürstäbtliche Residenz Kempten ist die erste monumentale Klosteranlage Deutschlands nach dem Dreißigjährigen Krieg. Von hier aus wurde die Stiftstadt regiert. Als diese 1802 ebenso wie die Freie Reichsstadt zum bayerischen Staatsgebiet kamen, wurde die Residenz geplündert. Das Inventar wurde in alle Winde verstreut. Heute ist ein Teil der Bücherei wieder an ihren alten Ort zurückgebracht worden. Sebastian Sausch und Thomas Kehrer wissen mehr.